Und weiter geht's mit Mission 13 der Kampagne von Vivaliant, Ruf des Kreuzritters. Belagere die Mauern von Damiette und gelange in die Stadt. Alles klar? Erstmal ausrüsten. Viele neue Level. Kriemhild war es, genau. Habe ich letztes Mal vergessen. Diesmal nehme ich Kriemhild mal wieder mit. Nun los, tun wir etwas. Geisterwalküren, Grimmels, Schätz, Bessig, Trupps, Ausdauer wieder her. Es ist natürlich... verbraucht Rache. Aber Rache stelle ich ja eh ganz gut wieder her. Das könnte ganz nützlich sein, um auch da, bei den anderen beiden den Fähigkeitsspam aufrechtzuerhalten. Machen wir mal den Geist der Walküren. Du kriegst den neuen Speer. Neues goldenes Teil. Habe ich das... das ist nochmal ein besseres... das Wasser. Ich habe ganz vergessen, mit dem Bogenschützen das wasserdichte Wams anzuziehen. Jetzt haben wir nochmal ein besseres. 30%. Das ist übel gut. Meine Güte. Jetzt macht ihr es aber auch immer verlockender, ne? 17% Immunität gegen alle negativen Effekte. Nee, wisst ihr was? Die Schadensreflexion kann sie behalten. Viel besserer neuer Speer. Jawohl. Schildthron bleibt der gleiche. Steinmauer Reichweite. Das passt soweit noch. Aber eben um einiges mehr Damage. Immunität gegen... Was macht die Reliquie? Immun gegen Effekte, die Ausdauer und Standhaftigkeit entziehen. Machen wir mal. Kaston, genau. Effektivitätsbonus gegen feindliche Trupps. Wenn das die Reiter auch bekommen, bringt das schon mal was. Theoderic. Du bleibst tatsächlich. Ich meine, so nett es auch wäre, aber Abklingzeiten reduzieren und sowas, das ist gerade extrem wichtig für dich. Ich bin gerade überlegen, ob ich den höfischen Pflanzenpanzer, ja, genau. Aber Abklingzeiten 15%, wenn ich jetzt auch noch wirklich schaffe, ihn mit Ausdauer zu versorgen, dann könnte das wirklich richtig geil werden. Oh mein Gott, ungarisches Kreuzritterschwert. Hingabe 5! 50%! Jawohl! Ja, nice! Das wird jetzt langsam richtig gut. Und du bekommst jetzt mal noch die Immunität gegen Feuerschaden, das andere ist jetzt nicht so wichtig. Die Abklingzeit lasse ich auf jeden Fall noch mit drin. Komm zu mir, Brüder. Fähigkeit gewährt verbindeten Einheiten. Erhöhte Rache und Blutlust. Ja, okay. Faisal, du musst jetzt leider mal eine Mission aussetzen, aber dich nehme ich bald wieder mit, ganz ehrlich. So, was du jetzt für Pornozeug... Oh mein Gott, ist noch so eine gute Armbrust. Falle weiterhin. Verheerender Angriff von Geschossen... zu Boden gestoßen. Einfach so passiv. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, das wird langsam etwas brutal. Und jetzt noch das punktvolle Wams fürs Schussintervall. Das ist Wahnsinn, einfach nur. Also der Typ geht jetzt bald richtig ab. Da ich dich jetzt erstmal... Ich nehme erstmal jemand anderen mit und dann... Ja. Reinhard, was hast du? Erzeugung von Rache und Blutlust, das kann eigentlich bleiben. Der Tag der Abrechnung steht bevor. Theoderic, du nimmst mal das Horn erstmal mit. Der Kampf trennt die Spreu vom Weizen. Ist selber stumpfe Geschosse immobilisiert. Okay, auch nicht schlecht. Und immun gegen alle Effekte der Geschwindigkeit. Okay. Reinhard! Ich glaube, das reicht erstmal mit den Standhaftigkeit, mit den Boni für Nutzen. Das Verbessern ist nicht schlecht. Das Band des Eifers kann man mal machen, aber das werde ich jetzt nicht aktiv benutzen. Mir geht es eher darum, dass er auch seine offensiven Fähigkeiten verbessert. Abseits davon... eine Wutaxt. Ich glaube, das Ding würde schon echt übel reinhauen, aber ich würde gerne bei den defensiven Echsen bleiben. Ja. Und dann nehmen wir dich mal raus. Genau so. Und Grimhild wieder rein. Die Söldner erwarten. Könnte eine coole Kombination werden.
Aber dafür nehmen wir wieder zwei Armbrustschützentrupps mit. Shit. Ja, wenn ich jetzt die nicht mitnehme, dann fehlt mir der Damage, ne? Ach komm, das schaffen die drei Nahkämpfertrupps auch. Uns fehlt zwar der Damage, aber ganz ehrlich, wir haben jetzt richtig gute Ausrüstung. Also zumindest jetzt Grimhild hat einen richtig guten Speer. Ah, wisst ihr was? Reinhard darf mal seine Axt. Reinhard darf seine neue Axt ausprobieren. Dann machen wir das so. Okay? Das ist ein Kompromiss. Ab geht die Party. Ansonsten, wenn das nicht so nicht klappt, dann nehme ich wieder die Armbrustschützen mit, also den Trupp. Statt Grimhild oder sowas. Seid achtsam. Viele vor uns wollten dieses Feld beschreiten. Seht, was aus ihnen geworden ist. Ha! Wir sind aus härterem Holz geschnitzt als diese Grünschnäbel. Ich rate dennoch zur Vorsicht. Die Ayyubiden schlagen seit Monaten Angreifer zurück. Oh, dann können sie uns nicht mehr viel entgegensetzen, oder? Hoffen wir einfach darauf, dass sie genauso naiv sind wie ihr, Franzmann. Ich mag Grimhild. Okay. Wieder Facken vor. Töre. Ah, ich hab's sogar. Ach, ich darf. Wir rücken aus. Das heißt, ich darf doch Trupps mitnehmen. Jetzt entscheidet euch doch mal, ob ich was ich darf und was nicht. Aber ich darf hier Sachen. Hä? Verteidige das Lager. Kommt, Brüder. Auf dem so, Reinhard, jetzt möchte ich mal sehen, wie du hier reinbutzt. Was hast du jetzt eigentlich? Hast du. Er hat ein normales klassisches Beleidigen. Wie ihr wollt, wird man unsere Mäste nieder. Ich zerbeide eure Knochen. Hier drüben, ihr miesen Bastarde. Bleibt auf Position. Butz sie um. Er hat auch noch bessere Rache-Generation. Das müsste jetzt eigentlich richtig abgehen bei ihm. Kommt zu mir, Brüder. Gebt nicht nach. Rabenkompanie. Die Raben geben niemals das, nach. Das war jetzt das Oster wiederherstellen, ne? Das werde ich. Oh, das, der hält doch noch ganz gut aus, auch ohne Schild. Selbst gegen Fernkämpfer. Boots. Oh, jawoll. 2,3-fach. Gucken wir mal. Boots. Jawoll. Oh. Die verwenden ihre Äxte. Wenn's Pole-Axes wären, also so Mod-Axte, würde ich es verstehen. Die haben eine Spitze dran, aber das sind eigentlich eher so normale Äxte. Die haben die jetzt gerade die Speere verwendet. Oder die Stangenwaffen, sagen wir es mal so. Angriff verlassen, er greift das vor, mindestens ein Held muss. Ah, okay, jetzt haben wir immer wieder zwischendurch. Und wir können das schon seit einnehmen, ja? Und wir können wie viele Trupps mitnehmen? Bis zu 7? Ha. Ja, dann hätte ich doch lieber 300 Defensive. Ach gut, der hält schon gut genug aus, würde ich sagen. Aber jetzt können wir mal richtig ordentlich loslegen hier. Der Tag der kommt, Brüder. Ihr lasst mir keine Wahl. Eine Axt, wir rücken aus. Aber uns fehlt halt wirklich. Selbst bei Reinhard mit seinen. Okay, das ist ein Schildträger, darum müssen wir mal reinhauen. Schluss mit Langeweile. Stellt euch ihr Feiglinge! Wir brauchen Armbrustschützen ohne Scheiß. Mir fehlt der Schaden einfach nur. Komm zu mir, Brüder. Der Tag der Abrechnung steht bevor. Bleibt auf Position! Enge Formation! Hi! Ja, Herr. Auf euch habe ich gewartet. Warum durfte ich jetzt keine Trupps mitnehmen? Wenn ich doch... Ich dachte jetzt, es gibt keine Trupps in dieser Mission. Na los, Jungs! Armbrüste geladen. Raben sind unterwegs. Nö, vergesst das mal schön. Hm.
Ich darf nicht scheitern. Wie lautet der Plan? Wir rücken aus. Ich bin zu alt dafür. So, es gibt bald einen Angriff. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt Schritt für Schritt die ganzen Sachen. Zwischen jeder Angriffswelle holen wir uns einen Teil und befestigen das. Wenn es geht, zu befestigen. Und jetzt hätte ich gerne dann gleich noch einen zweiten Armbrusttrupp. Sobald möglich. Hm? Vorwärts. Im Laufschritt. Schön. Auf dem Weg. Jetzt kriegen wir Gold rein. Na los, Jungs. Ah, die Zeit reicht eigentlich auch schon für ein bisschen grundsätzliches Holz. Komm, das Holzgedöns holen wir uns auch noch. Ja, Holzgedöns. Das Abenteuer wartet. Ich mag diese Vorgehensweise. Kann aber gut sein. Es hat die Frage, ob die immer nur mein Hauptlager angreifen und auch nebendran. Ich glaube, ich muss nebendran auch befestigen. Kann sein, dass die jetzt was zurückholen, aber dann ist es wenigstens nicht mehr bewacht und wir holen sofort zurück. Wir rücken aus. Ich hoffe, ich bin in einer Minute durch, aber jetzt, wo ich Armbrustschützen habe und dann bald noch einen Trupp dazu hole, sollte das eigentlich klappen. Hallo? Jemand hier? Entschuldigung? Ah, natürlich. Ja, lass ruhig mitmachen, Grimmel. Gut. Ja, jetzt gehen die auch mal wirklich runter. Armbrustschützen sind so, dass, ganz ehrlich, du machst die Mission dir 300% schwerer, wenn du keine Armbrustschützen mitnimmst. Das ist so übel. Tapfere Brüder des Schwertes. Hm? Ja, Bruder? Ich darf nicht scheitern. Ja, was? Bleib unten, ihr Narren! Ihr Frevel. Spürt meinen Zorn. Unsere. Wir ziehen los, wie ihr wünscht. Wir rücken aus. Wir rücken vor. Wir nach. Kommt, Brüder. Wir gehen dort hin. Okay, ihr kommt mal zurück. Oh, das ging jetzt schön schnell. Ich bin zu alt dafür. Euer Befehl, Herr. Fallen werden ausgelegt. Ja, Herr, wie ihr wünscht. Sammeln wir uns nochmal hier. Das waren die Hörner. Beim Lager wird das ordentlich zur Sache gehen. Mhm. Also kommen sie wirklich immer zum Lager, oder wie? In Gottes Namen. Das ist natürlich gut. Vorwärts. Weil dann muss ich mich um die Sachen daneben dran gar nicht so groß kümmern. Ich rücke aus. So, als nächstes hätte ich dann gern einen Speerkämpfertrupp. Ketchup oder Mayo? Da fragst du noch. Hau drauf, die Scheiße. Oh, da, nee, die teilen sich auf, oder? Agnus Dei. Wir rücken aus. Herr, weise mir den Weg. Ich kämpfe an deiner Seite. Vorwärts! Ja, die holen. Oh ne, ich glaube, die versuchen mich einfach zu flankieren. Marsch, wir ziehen los. Zieht genau! Auf den Weg. Rücken vor. In Gottes Namen. Wollt, wie ihr wünscht. Komm zu mir, Brüder. Bleibt auf Position. Schilde hoch. Besprechen wir die Taktik. Zu Befehl, Herr. Wir sehen uns um. Okay, läuft. Schützen die Macht. Oh. Ich darf Schau. Nicht scheitern. Wieso habe ich das? Das hatten wir in der letzten Mission auch die ganze Zeit, oder? Die schützende Macht. Das heißt, ich hätte vielleicht sogar den König damit schützen können. Ansonsten wäre es niemals so notwendig gewesen, aber. Ich bin da natürlich mal ein bisschen. Tapfere Brüder des Schwertes. Befehle? Im Laufschritt. Schildträger sind wieder wohl auf, Herr. Ja, weise mir den Weg. Gut, okay. Aber ich brauche mich jetzt nicht wundern, dass ich Armbrustschützen wirklich brauche, um effektiv zu sein, weil ich ja aktuell sehr defensiv aufgestellt bin. Die sind ja alle gerade defensiv spezialisiert. Dementsprechend machen die natürlich nicht viel Schaden. Ja, Herr. Wir ziehen los. Euer Befehl. Ja, Herr. Könnte vielleicht anders sein, wenn ich die jetzt alle richtig offensiv ausgerichtet hätte. Dann wüsste ich, könnte ich sagen, okay, Fernkampfdamage brauche ich nicht, sondern nehme viel Support mit oder sowas. Also wirklich diese hier, ihr wisst schon, die Ordenspriester. Wir dürfen vorwärts. Okay. Nächste Goldquelle, würde ich sagen. Wir ziehen los. Einsatzbereit. Ich rücke aus. Ich meine, wir könnten uns jetzt fast zwei gleichzeitig holen, aber passt schon. Nochmal Armbrustschützen, bitte. Da lasse ich mich nicht lumpen.
Dann nochmal Speerträger, dass wir wirklich auf zwei Flanken uns verteidigen können. Und dann hätte ich sogar noch zwei Slots frei. Da könnte ich dann Kavallerie mitnehmen, wenn ich schon verstärkt wurde. Ordenspriester werde ich wohl nicht brauchen, weil ich ja schon extra die Heilfähigkeit mit Theoderik mitnehme. Hätte ich das nicht dabei? Unsere Belagerungsmeister. Wir müssen ihn befreien. Stets wachsam. Ihr Schufte. So kann man es auch sagen. Armbrüste geladen, Herr. Schaltet sie alle auf. Aber ja, grundsätzlich. Zwei Stats freiwillig. Hätte ich mit Theoderik nicht die ganzen Heilfähigkeiten, dann wären die Ordenspriester auf jeden Fall viel besser. Aber so kriege ich das meiste mit Theoderik geregelt. Dann würde ich die zwei Slots lieber für Kavallerie nutzen. Irgendwas Mobiles. Gebt uns ein Ziel. Wir ziehen los. Tapfere Brüder des Schwertes. Kommt, Brüder. Weil noch mehr brauche ich. Also noch mehr als drei Armbrustschützen. Wäre schon fast zu viel in der Hinsicht, dass ich auch, da ich auch zu viel auf die aufpassen müsste. Alles klar, aber geh erstmal aufs Klo da drüben. Das scheint es ganz dringend zu haben. Mali wird uns führen. Ich eile. Tier, sei Zeuge unseres Mutes. Zielt genau. Ja. Hier drüben, ihr miesen Bastarde. Bastardo. So, noch einmal Speerträger dann sobald. Und du muss ich dieses Dresslos. Achso, ich darf gar nicht mehr haben als die. Oh. Okay. Dann mache ich erstmal Türme. Wir dürfen nicht verfallen. Wir gehen dorthin. Jetzt habe ich auch gar nicht so richtig geschaut wegen Ausrüstung hier, ne? Wir ziehen los. Ein bisschen Platz habe ich. Ein bisschen Platz vor allem. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Ich würde mal gerne ein bisschen rumgucken, ob ich irgendwo noch was übersehen habe. Was gemein ist, da müssen wir auch wirklich sehr aufpassen. Wenn man es jetzt nicht genau weiß, wo die Sachen ist und danach suchen muss, das ist ein bisschen gemein. Weil man noch andere Sachen zu tun hat. Wie überleben. So optionale Ziele im Leben, ne? In Gottes Namen. Wir rücken aus. Heutige To-Do-List. Atmen. Leben. Kommt, Brüder. Die Frevler werden fallen. Ah, es könnte ein bisschen knapp werden vom Timing, aber ich glaube, das passt schon. Ja, ich bin zu alt dafür. Worauf wartet ihr? Das Provoken ist schon ziemlich hardcore. Wir rücken aus, Herr. Ja, Herr. Und was? Naja, könnte besser sein, aber ist gut genug. Ich würde gerne sagen, ich mach's mal die weg, aber. Ja, weise mir den Weg. Wir rücken vor. Kommt, Brüder. Vorwärts. Unsere Köcher sind voll. Wie ihr wünscht. Wutz. Oh Gott, ist das Hammer. Die Söldner mag diese Vorgehensweise. Johanniterklinge. Auf dem Weg. Rücken vor. Ich rücke aus. Ich glaube, auf der rechten Seite gab es ansonsten gar nicht mehr so viel, ne? So viel Platz war da gar nicht mehr. Cool. Die Sarazenen wollen das Kriegslager angreifen, Herr. Kann mir bitte der Sarah sagen, dass sie nicht so eine Szene machen soll? Der Tag der Abrechnung steht bereit. Kommt, Brüder! Ja, es läuft. Dann könnten wir sogar noch Balisaden bauen. Upsi. Armbrustschütze im Laufschritt. Schön befestigt jetzt so langsam. Mir, da fehlt doch ein Armbrustschützen. Ach so, da unten. In Gottes Namen. Brrr. Mir nach. Vorwärts. Kommt doch her. Traut euch. Boah, die absolute Dead Zone hier eingerichtet. Mit WLAN. Freier WLAN-Zugang. Alter, das ist die schlimmste Falle, die du machen kannst. Wenn du heutzutage, keine Ahnung, Hipster oder sonst irgendwas in eine Todeszone locken willst, einfach einen freien WLAN-Zugang einrichten und dann die MG-Nester außenrum. Das ist alles. Stets ziehen los. Wir rücken aus, Herr.
Ah, Vorsicht, nicht so nah ran. Bolz, wie ihr wünscht. Der Tag der Abrechnung steht bevor. Auf dem Weg. Rücken vor, mir nach. Wir gehen dorthin. Einen schönen Sojalatte aufstellen, freien WLAN-Zugang Zugang dazu und das alles auf so ein Podest stellen. So frei mit Beleuchtung und allem möglichen. Zu mir, mit Gottes Namen. Vorwärts. Oh. Ich rücke aus. Oh, nehmt ihr sich Schaden oder ist das. Okay. Jetzt gehen wir mal. Machen wir mal weg. Also die Türme sind durchaus nicht ohne gerade. Marsch! Wir rücken aus, Herr. Wir ziehen los. Tapfere Brüder des. Frevler werden fallen. Ja, Herr. Hey. Die Frontbrüder. Auf dem Weg. Ich rücke aus. In Gottes Namen. Okay, läuft sehr gut. Okay, mehr Truppen dürfen wir doch nicht haben. Ich habe schon echt gedacht, das können wir mal richtig groß marschieren. Weil nochmal drei Trupps mehr, dann wäre es mal wirklich fast Armeespiel. Aber das. Damit man wirklich ein Armeespiel draus machen könnte, müsste man auch die Anzahl der aktiven Fähigkeiten reduzieren, weil ansonsten, du kannst ja keine 20, 30 Trupps gleichzeitig im Feld haben, wo jeder eine aktive Fähigkeit hat, wo du drücken musst. Das wäre ein bisschen heftig. Die Sarazen rücken auf unsere Mine vor, Herr. Oh nö, wann machen die das einfach. Oh shit! Die hole ich mir später wieder. Ich gehe jetzt noch weiter den Weg lang. Der Turm wird hoffentlich die Ritter abwehren. Ich baue den bitte rechtzeitig fertig, das wird ein bisschen knapp. Agnostik. Hi. Streckt sie nieder. Unsere. Wie ihr wünscht. Ja, ich zerneide euren Knochen. Herr, was? Gebt nicht nach. Wir rücken aus, Herr. Zielt genau. Okay, ich hoffe, der Turm hält das soweit. Tut er das? Befehle. Marsch. Kommt zu mir, Brüder. Auf dem Weg. Ja, Herr. Wir ziehen los. Schaltet sie alle auf! Die Frevler. Nehmt das! Im Laufschritt. Ich nehme mal an, ich habe garantiert wieder irgendwas übersehen, aber. In Gottes Namen. Arm, wie ihr wünscht. Tja, wer will denn dahin? Das müsste mein Turm eigentlich schaffen. Thema hatte ich ja schon mal. Türme wären ziemlich nutzlos, wenn die es nicht schaffen könnten, einen berittenen Trupp abzuhalten. Schwäche ist keine Option. Kommt schon, ihr Narren! Den Turm zurückzuholen. Weiß ja genau das, wovor der Turm eigentlich schützen sollte. Vor einzelnen Trupps, die da wegsnacken wollen. Und natürlich, um die Armee davor zu unterstützen, aber hauptsächlich das, dass du den Posten sicher machst, dass ein einzelner Trupp da vorbeigeht und das zurückclaimt. Wenn das nicht funktionieren würde, hätte ich Fragen zum Turmbalancing. Okay, läuft. Wir rücken aus. Greift an! Die Raben unterstehen eurem Angriff. So, ihr geht mal rüber. Im Laufschritt, wie ihr wünscht. Oh mein Gott, das ist ein bisschen mehr, als ich dachte. Wir werden angegriffen. Ach so. Kommt, na dann. Wir gehen dorthin. Einsatzbereit. Streckt sie nieder. Zielt genau. Wir lassen mir keine Wahl. Enge Formation. Spürt meinen Zorn. Nehmt das. Wir rücken aus, Herr. Okay, sieht gut aus. Die Frevler werden fallen. Die Frevler werden fallen. Wir gehen dorthin. Weiter, weiter geht's. Zeit für einen Schildwall. Ne. So. Die Frevler. Turm her, jetzt kommt gleich der nächste Angriff. Dann hole ich mir die Goldmine zurück und dann können wir eigentlich schon anfangen, Belagerungsgeräte zu bauen. Geräte? Erobere die Werkstatt. Ja, dann muss ich erstmal die Mauern aufschießen, ne? Der Feind wird bald das Lager angreifen. Kämpft mit Gott in euren Herzen! Ich darf nicht scheitern. Kommt, Brüder! Ja, Herr. Unsere Köcher sind. Wir ziehen los.
Euer Befehl. Wie ihr wünscht. Okay. Vorwärts. Läuft alles. Dann kommt mal ran. Oh. Okay. Shit. Wir dürfen nicht verweilen. Ich würde sagen, wir brechen mal frontal durch. Nehmt das! Attacke! Rücken vor! Aua, aufhören! Gebt uns ein Ziel. Kannst du das Katapult provoken? Das wäre nice. Das wäre so schön. So, legt euch doch mit mir im Nahkampf an, wenn ihr euch traut. Kommt das Katapult her und batscht ihr einfach übelst eine mit dem... mit seinem Schleuderarm. Du denkst, du bist der Einzige, der einen starken Schleuderarm hat, ja? Macht dich auf eine Überraschung gefasst. Also, ich habe gerade ein bisschen Damage drin. Ich muss gestehen, das tut etwas weh. Rückzug. Wir haben das Katapult zerstört. Vorläufiges Ziel erreicht. Hier in die Todesfalle reinlocken und richtig zerrasseln. Oh, herrlich. Okay, die Reiter bitte loswerden. Oh Gott, das macht ja echt nicht viel Schaden. Dir geht's noch gut, ne? Ja, alles klar. Okay, down. Die könnt ihr ein bisschen näher kommen lassen, alles okay. Wir dürfen nicht verweilen. Lasst mir keine Wahl. Ja, Herr, wir ziehen los. Okay, ihr geht mal hinter und erobert mal das Ding zurück. So Befehl, Herr. Zwischenzeit. Ich könnte einen Katapult. Ich hätte gerne einen Tribok, bitte, danke. Der müsste sich doch hier aufstellen lassen. Ich habe meinen einen Turm da schon verloren? Echt? Nicht da, marschieren los. Das ist ja mal übel dübel. So Befehl, Herr. Bleibt zusammen, Männer. Wir rücken aus. Treue Krieger. Rabenkompanie, wieder kampfbereit. Ja, brech ich mal auf der Seite durch. Es gelüstet mir wieder nach Blut. Ah, das Reinhard, der Gourmet-Vampir, einfach nur... Ja, Herr. Oh ja, das reicht doch locker. Attacke! Attacko! Ich darf nicht. Ich rücke aus. Zu Befehl. Nichts, kein bisschen befestigt, kein bisschen wachen, dachte ich mir. Einfach holen und glücklich sein. Ah, ich meine, das nicht so schnell geht. Das ist natürlich praktisch. Gebt uns Zack. Ein Goldmine wieder unser. Bolzen und Pfeile, wie ihr wünscht. Wohin sollen wir? So gut wie erledigt, Herr. So gut wie erledigt, Herr. Und los geht's. Zwei Trupps. Szenen greifen unsere Bergleute an. Unsere Soldaten machen ihnen wohl Angst. Wir gehen dorthin. Ja, Herr. Zielt genau. Wir sehen uns um. Ich muss raus. Unsere Köcher sind voll. Fallen werden ausgelegt. Im Laufschritt. Wir gehen dorthin, wie ihr wünscht. Wir werden gerade echt ein bisschen getrollt, ne? Aber zwei Trupps ist ein bisschen gemein. Damit könnten die es wirklich schaffen. Oh, das ist nicht gut. Im hohen Gras könnten Pokémon auftauchen. Shit. Zwei Trupps. Da müsste ich ja wirklich schon Wachen abstellen. Mauer-chan. Die Frevler werden. What are you doing, Stepwall? Einsatz, lasst mir keine Wahl. Kommt zu mir, Brüder. Armbrüste geladen. Im Laufschritt. Euer Befehl. Im Laufschritt. Agnus Dei. Vorwärts. Hauptsache, die haben mir Holz mitgebracht. Wir rücken aus. Ich darf mir nach. Okay, ja, kann sein, dass ich jetzt da mitten in die Armee reinlaufe, die ist dann auch gleich noch nach, also dass ich jetzt gegen die Verteidiger kämpfe und die Armee nachspawnt. Ah, warum nicht?
kein Risiko, kein Sparbut. Die Frevler werden... Vorwärts! In Gottes Namen! Was ist das? Vorwärts! Attacke! Ja, Bruder? Wie ihr wünscht. Einsatzbereit. Gebt nicht nach! Schilde hoch! Was ist das? Hilfe! Ich will das nicht sehen, was auch immer das ist. Boah, es ist so geil gegen diese Elite-Armbrustschützen. Gegen diese Elite-Schwertkämpfer, meine ich. Der Tag der Abrechnung schlägt auf Position. Wir sehen uns auf. Theodorich, der Buchhalter, einfach nur. Stell mal vor, wie er mit so einer Lesebrille da sitzt und sich die Kasse so rausholt. Der Tag der Abrechnung ist gekommen. Nein, nicht schon wieder. Wir rücken aus, Herr. Ah, das wird knapp, das wird knapp. Nicht lange durch. Weniger reden, mehr kämpfen. Marsch. Fraglos dich. Bleib unten, ihr Narren. Bolzen und Pfeil. Haltet sie alle auf. Ja, Herr. Komm zu mir. Meine Schwachstelle. Angreifen. Zielt genau. Wir dürfen nicht verweilen. Geht das jetzt nicht. Ich hätte gern das Lager noch eingenommen. Vor dem Angriff. Bitte. Oh, shit. Wird bald das Lager angreifen. Bald ist gut. In euren Herzen. Geht nicht nach. Oh Mist, das war's. Zeit für einen Schildwall. Ich hoffe, das Lager hält ein bisschen aus. Aber ich kann mit dem Tribok ja wirklich gegenschießen gegen Katapulte. Das ist auch das Schöne. Wir rücken aus. Streckt sie nieder. Marsch. Wir dürfen nicht verweilen. Hör mal, wir gehen dorthin. Dauerhaft am Böllern, Mamelukenaxt. Mamelukken. Aber ich glaube, wahrscheinlich sind die, die ich schon bekämpft habe jetzt hier, tatsächlich schon Großteil der Angriffstrupps gewesen, ne? Ach, ihr miesen Bubu-Klatscher seid das. Die ganze Zeit. Also seid ihr ja sogar fest auf der Karte. Ich dachte schon fast, das ist außerhalb von der Map, dass wir so ein... Hier und da einfach... Dass wir Event beschossen werden. Ich rücke aus. Im Lauf. Wisst schon, wie beim Karneval. Auf dem Weg. Ist auch Eventbeschuss. Zu Befehl sehen uns um. Die Frevler. Erlebnisbeschuss nennt sich das. Wir sehen uns um. Wir rücken aus, Herr. Wir gehen dorthin. Speere sind auf dem Weg, Herr. Ziel gerendert, wer das? Ziel ändern ist aber harte Arbeit. Weise mir den. Ich rücke aus. Mir nach. Ziel gegendert. Ziel in. Nein! Theodorich geht einfach so in Flammen auf. Rücken vor. Vorwärts. Ich würde es zumindest. So, was haben wir? Jawohl! Und noch ein Knochenbrecher. Greifen wir die innere Mauer an? Nein, unser Tribok erreicht ihre Befestigung nicht. Wir brauchen einen Rambok, um das Tor der Hauptfestung zu durchbrechen. Leider versperren diese Steintreppen den direkten Weg zum Tor. Das sagen auch meine Speer. Es gibt jedoch einen Weg ohne solche Hindernisse. Er führt um den inneren Hof herum. Der Rambok könnte dort entlang. Dazu müssten wir wohl ein paar Tore durchbrechen und Köpfe einschlagen. Das sollte gehen. Tun wir es. Zuerst brauchen wir ein anderes Lager. Die ayyubidische Werkstatt in der Nähe eignet sich perfekt. Wir machen uns sofort an die Arbeit, Herr. Alles klar. Köpfe einschlagen, das sollte gehen. Meine Speer bricht auch das. Wie ich mir gerade vorstelle, wie da verschiedene Spähtrupps vor diesen Treppen stehen. Ich glaube, das sind Treppen. Ja, das sind eindeutig Treppen. Was meint ihr? Extra noch zum Geologen rangeholt? Extra ein paar Proben entnommen? So Labortests ausgewertet? Ja, Tests haben wir gegeben. Das sind auf jeden Fall Treppen. Verdammt nochmal! Ich hab's doch gewusst! Okay, holen wir uns die Werkstatt. Also die größte Schwachstelle von Claptrap. Auch für die, für Bocky der Fall. Treppen! Nein! Einsatzbereit! Und noch mehr Treppen. In Gottes Namen.
Hätten ruhig die Burg ein bisschen rollstuhlfreundlicher gestalten können, aber ernsthaft mal. Ich rücke aus. Auf dem Weg. Mir nach. Komm zu mir, Bruder. Kein Widerstand? Wir rücken aus. Entschuldigen Sie, Karte so rausholen. Ist das hier zufällig wir Paris? Den Rambock. Schnell, Männer. Rücken zu Befehl, mein Herr. Rambock. Rambock. Wir arbeiten am Rambock, mein Herr. Jawohl. Finde ich klasse. Mein Herr, die Tore um den Hof wurden geöffnet. Die Sarazenen kommen in diesem Moment auf uns zu. Dann werden wir auch sie bekämpfen müssen. Sie dürfen nicht zum Rambock. Wird gemacht. Ihr habt den Herrn gehört. Los! Ich rücke aus. Ich sage Nein zu Pfeilhagel. Ambusschützen sollten trotzdem mal hinter. Der Rambock kann nun in die Schlacht geführt werden, mein Herr. Okay. Gebt alles, Männer. Hab ich den Weg zur Festung. Oh, ich habe zweimal. Ach, ich habe nur zwei. Okay, zweimal nochmal Speerträger zu haben für eine Frontline. Ich meine, zweimal Armbrüste reichen im Grunde ja aus, um genug Bürstschaden zu machen an allen, die sonst zu tanky sind. Ich hab's wirklich berecht, da vorne hat. Da vorne kann gerammt werden. Ass. Euer Befehl, Herr. Cleveres Design. Die Frevler werden fallen. Befehle, wir rücken aus, Herr. Wohin sollen wir? Wir rücken aus. Wir rücken aus. So, einmal rüber. In Gottes Namen. Wir sehen uns um. Wir dürfen nicht wegmachen. Ich weiß nicht, ob ich hier auframmeln will, ohne dass irgendjemand. Ja, passt schon, denke ich mal. Armbrüste, wie ihr wünscht. Ich dachte schon, was ist mit dem ersten Schlag gleich aufgegangen? Vorwärts. Kommt, Brüder. Gut. Oh, hi. Katapult. Auf dem Weg. Das Tor wurde durchbrochen, Herr. Belagerung. Schiebt mit voller Kraft. Wir müssen weiter. Ja, voller Kraft zurück. Ich möchte das, was die Leute durchkommen. Und da Rambock dann hinterher. In Rambock vorzuschicken. Die Sarazenen werden bald hier sein. Was für Hirne? Die Raben sind auf sie gefasst. Wohin ihr wünscht. Wir rücken aus. Agnus Dei. Rücken vor. Treue Krieg. Schnell. Ja, Herr. Guten Tag. Ich darf. Auf dem Weg. Belagerungstrupp wird erledigt. Mir nach. Ich komme, um den Kamelzähler abzulesen. Im Laufschritt. So, wie ihr wünscht. Wir rücken aus. Herr, weise mir den Weg. Wir ziehen los. Die Frieden. Eine Schwachstelle. Angreifen. Ah, nochmal Items. Ja, Herr. Marsch. Ein Trupp bitte mal hinten absichern. Schluss mit Langeweile. Oh mein Gott, was sind hier alles? Hinten aufpassen und Loot holen, bitte. Oh mein Gott. Ein Bogen. Auf jeden Fall cool. Oh mein Gott. Ihr Miesen. Lasst Bocki in Ruhe. Der hat doch nichts mit der Sache zu tun. Na gut, schon, ja, aber. Man kann es auch übertreiben. Da sind die Elite. Kommt zu mir, Brüder. Bleibt auf Position. Reicht dich zurück. Ja, Herr. Es ist schon ein bisschen böse, was hier alles ist. Aber aktuell halten wir noch, auch wenn die Standhaftigkeit wirklich besser aussehen könnte. Bitte einmal regenerieren. Okay, nice. Rein da. Holla, die Waldfee, ein Wüstenumhang. Oh nein, nicht schon wieder blockiert. Sprechen wir Rücken aus, wenn ihr das sagt.
Jetzt muss ich da links lang. Aha. Finde ich aber echt nett, dass die überall Nicht-Treppenzugang noch gelassen haben. Aber okay, das ist durchaus, ich meine, trotzdem durchaus clever, weil dadurch werden die Gegner den fest vorgegebenen Weg lang gelockt. Man selbst kontrolliert, wo die Gegner lang gehen. Die spielen Tower Defense mit uns. Okay, haben wir gehalten. Die Frevler werden untergehen. Oh Gott, dann muss ich da links und dann da hoch und dann muss ich da rechts nochmal. Oh mein Gott. Auf dem Weg. Wie lautet der Mai Li wird uns führen? Oh Mai Li. Weiter geht's. Jetzt haben wir noch einen Turm. Den könnte ich wahrscheinlich auch auframmeln. Die Söldner Abraben sind unterwegs. Das werde ich. Wir rücken aus. Nicht auf dem Weg. Herr, Späher berichten, dass sich der Feind für einen Angriff sammelt. Was war das vorher? War das kein Angriff oder was? Erzählt mir doch nichts. Da ist das Katapult. Wir dürfen nicht. Wir rücken aus. Möchte ich gern so schnell es geht loswerden. Vielen Dank. Wir rücken aus. Ich habe immer noch die Hingabe, also im Notfall mache ich. Ich rücke aus. Ich habe gerade überlegt, warum müssen wir überhaupt durch, wenn hier offen ist, aber ja klar, damit der Rambock durch kann. Eine Schwachstelle. Angreifen. Ich Trottelchen. Ja, schieren ohne Ende. Okay, einmal weg, einmal rüber, einmal hinter. Das Tor wurde durchbrochen, Herr. Schiebt mit voller Kraft, wir müssen weiter. Ja, was? Ja, Herr. Vorwärts, Männer! Im Laufschritt. Odin, auf dem Weg. Unsere Köche ziehen los. Wir gehen dorthin. Zu Ulrich erledigt. Wie lautet der Plan dieser Vorgehensweise? Katapultus Fujibus. Wir rücken aus, Herr. Wir gehen dorthin. Noch mein griechisches Feuer, das müssen wir mal auch gescheit einsetzen. Zu Befehl sehen uns. Aua! Wer schießt denn auf mich? Ey! Wir rücken aus. Oi, oi, oi. Mir nach. Ich rücke aus. Arm. Im Laufschritt. Wir ziehen los. Was? Da brauche ich jetzt kein griechisches Feuer drauf zu verwenden. Zack, zack. Zack. Alles gut. Was ist hier? Ach, die haben das Belagerungslager zurückerobert. Na gut, ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe ja meinen Rambock. Auf dem Weg. Wenn er kaputt geht, müsste ich wahrscheinlich einen neuen bauen. Im Laufschritt. Gott, was habe ich an Ressourcen? Im Laufschritt. Wir sehen uns um. Help. Tapfere Brüder. Help, I'm rich. Wir rücken aus. Bolt, wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Einsatzbereit. Euer Befehl. Marsch. Belagerung wird erledigt. Tapfere Brüder des Schwertes. Sehr gut. Die Angriffe des Feindes gehen von der Anlage im Norden aus. Vielleicht sollten wir durchbrechen und sie für den Angriff auf den Rambock bestrafen, Herr. Es ist riskant, aber sie könnten uns nicht mehr behaken. Oder wir schieben den Rambock schnell zur Festung. Sobald sie fällt, ist der Sieg unser. Also können wir hier schnell durchbrechen oder wir machen... Ich mache rechts erstmal. Nee, halt, Moment. Nee, das ist um die Angriffe zu unterbrechen, ne? Und da rechts müssen wir durch fürs Missionsziel. Ich verstehe schon. Wir dürfen nicht verweilen. Dann mache ich hier auf. Ich will da rein. Ja, Herr. Hier bin ich Mensch, hier will ich rein. Wir sehen uns um. Gebt uns jetzt ziehen los. Kommt zu mir, Brüder. Auf Wiedersehen. Auf dem Weg. In Gottes Namen. Jetzt endlich mal die Angriffe unterbinden. Bevor ich kann mir vorstellen, dass die mir ansonsten in den Rücken fallen hier. Wir rücken aus. Und das will ich nicht. Wir rücken aus. Nein, Herr, nein, nein. Ja, Herr. In Gottes Namen. Mir nach. Wir rücken aus. Und ja, Herr. Lass die Bolzen fliegen. Ja gut, da ein griechisches Feuer rein zu platzieren, wird etwas schwierig, habe ich das Gefühl. Ja. Boah, wie es die Armbrustschützen schon zerflext hat. Geil. Aber das war jetzt durch die unsere Nahkampfpower tatsächlich. Oh, und da gibt's nochmal Ausrüstung. Hat sich gelohnt.
stets wachsam. Greift an! So, Bocky geht's noch gut. Bocky ist glücklich. Euer Befehl, Heilsalbe. Das heißt, ich habe jetzt wahrscheinlich eine Heilfähigkeit noch dann dabei für denjenigen, der die mitnimmt. Das wäre interessant mitzunehmen. Ich habe so viele Extern. Okay, Wurfäxte kann ich zumindest einsetzen, weil die kein Friendly Fire machen. Bei griechischen Feuer muss ich aufpassen, je nachdem, wie die Situation ist. Angriff! Ich habe die Hingabe auch noch zu aktivieren. Ich hätte doch echt Puffer. Aber deswegen Schwierigkeitsgrad hochzugehen. Nee, ich spiele jetzt einfach auf normal fertig. Ich bin ein bisschen sehr vorsichtig, was das jetzt angeht. Wie ihr wünscht. Wir dürfen nicht verweilen. Vorwärts. Vielleicht mal als private Challenge für mich. Ich brauche jetzt all eure Stärke. Durchbrecht das Tor. Theodorich sammelt die Genki-Dama. Leid mir eure Kraft, Freunde. Ich darf nicht scheitern. In Gottes Namen. Er haut da voll den Energieball einfach auf das Tor. Das innere Tor ist offen, Herr. Rückt vor! Tötet den Feind! Der Sieg ist zum Greifen nah! Wenn wir jetzt mal richtig knubbeln könnten hier am Tor und ich könnte dann griechisches Feuer durchwerfen, wisst ihr, wie geil das wäre? Können wir die ein bisschen ranlocken, bitte? Kommt, Brüder. Kommt ihr ein bisschen näher ran? Ich rücke aus. Kommt, anscheinend Brüder. Nicht. Schade, die versammeln sich sehr stark hier. Ja. Alarm! Alarm! Wachsam. Weniger reden, mehr kämpfen! Agnus Dei. Bleibt auf Position! Euer Befehl, Herr? Zu Befehl, Herr. Wir halten sie auf. Oh mein Gott, was macht denn ihr da vorne an der Front? Wie ihr wünscht. Armbrustschützen. Wir rücken aus, Herr. Marsch! Reicht für den Kampf! Ich bin zu alt dafür. Der Tag der Abrechnung steht bevor. Bolzen und Pfeile. Der ist denn da explodiert gerade? Oh mein Gott! Oh, das schafft sie noch. Alles gut. Läuft. Raben sind unterwegs. Gebt uns ein Ziel. Wir sehen uns um. Speere und Schilde. Schluss mit Langeweile. Armbrust im Laufschritt. Oh, das war nicht ohne der Kampf. Einsatzbereit. Gebt nicht nach. Rücken vor. Gute Arbeit, Bocky. Die Ayyubiden hatten nichts zu lachen. Exzellente Taktik, Herr Theodorich. Ich denke, unsere Arbeit hier ist getan. König Andras sollte zufrieden sein und somit auch euer Meister, der Sultan. Bestimmt wird er eure Treue und Beharrlichkeit belohnen, Faisal. Es wird euch überraschen, dass es mir nicht um Lohn geht, Herr. Der Sultan und ich sind zusammen aufgewachsen. In verschiedenen Welten teilten wir eine glückliche Kindheit. Meine Treue resultiert aus Liebe. Jetzt ist nur nicht die Zeit, zu ihm zurückzukehren. Wieso nicht, wenn ihr ein so treuer Diener seid? Ich ziehe es in Betracht, mich eurer Mission anzuschließen. Euren Aussagen nach zu urteilen, würde der Sultan wollen, dass ich euch auf jegliche Weise unterstütze. Und auch mein Gefühl rät mir dazu. Trotz der Gefahren. Bei uns erwarten euch nur Feuer und Blut. Ja, Herr. Ihr braucht so viele Mitstreiter wie möglich. Ihr seid bei uns willkommen, Faisal. Wir taten, worum uns König Andras bat, und werden Damiet bald verlassen. Signalisieren wir den Ungarn, dass sie übernehmen können. Jawohl! XX Killer Faisal XX ist der Gruppe beigetreten. Wunderbar. Ruf des Kreuzritters. Geschafft. Oh, schon wieder eins über so Mann. Aber ansonsten, ganz gute Ausbeute. Vor allem die Unity, wenn die nochmal besser ist. Die Heilsalbe könnte auch gut werden. Wüssten wir mal eine gute Frage. Versandsturm schützt. Ja, könnten ein paar interessante Sachen dabei sein. Vor allem eine neue Axt für Reinhard.
4. November 1218 nach Christus. Östliche Randgebiete der Grafschaft Tripolis. Vorderer Orient. Wir ließen den Nil zwar hinter uns, noch bevor Damiet gefallen war. Allerdings wussten wir, dass die Stadt nicht länger standhalten würde. Jedoch erfüllten wir unsere Pflicht. Und Andras hielt Wort, als er uns mit seinem Segen und einem seiner Schiffe ziehen ließ. Wir erreichten Tripolis, eine belebte Hafenstadt und Hauptstadt des gleichnamigen Kreuzritterstaats. Bohemond, der Einäugige, Graf von Tripolis, gestattete uns widerwillig die Durchreise, da er weder seinen Verbündeten Andras noch Ulrich, dessen Armee das Land des Grafen durchquerte, zum Feind haben wollte. Wir reisten gen Baalbek, wo sich das letzte Stabfragment befinden sollte, und erfuhren, dass eine weitere Streitmacht vorrückte. Eine ayyubidische Armee zog in der Nähe nach Norden und plünderte die Kreuzritterstaaten, was unser Vorankommen gefährdete. Lord Theoderich heckte einen verrückten Plan aus, nachdem er sich mit Faisal, der die Gegend wie seine Westentasche kennt, beraten hatte. Da wir gegen Ulrichs Armee keine Chance hätten, werden wir sie in einen Kampf mit den Ayyubiden in den Bergen nahe des Yamun verwickeln. Dann werden wir einen Dammbruch über dem Tal herbeiführen und beide Armeen ertränken. Wir halten an einer unwirklichen Hoffnung fest, aber womöglich haben wir keine andere Wahl. Wir sind an Ulrichs Armee vorbeigezogen, welcher uns nun dicht auf den Fersen ist, und kommen dem Damm immer näher. Die Sarazenen sind ebenfalls auf uns aufmerksam geworden, wie der Plan es vorsah, und rücken nun an. Sollte ich das hier überleben, scheint Gott mich wirklich zu lieben. Alles klar. Es nähert sich so langsam dem Finale, würde ich sagen. Gut, ich meine, es sind jetzt noch 3 Missionen, ne? 14, 15, 16. Okay, dann sehen wir uns das nächste Mal bei Mission 14 im Auge des Sturms. Bis dahin, bye bye.